Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Fasus Kanicke. Wir haben heute Samstag, also kommt ein Geschichten der Legenden Video. Heute habe ich nicht so viel Zeit, ich gehe gleich auf den Japan-Tag. Und passend dazu hören wir die Geschichte von Xing Shao, der Sandschal von Demacia. Bevor wir aber dazu kommen, wollte ich noch einmal kurz sagen, und zwar gestern habe ich gelivestreamt auf Twitch und es war eigentlich erst nur ein Teststream und danach habe ich dann doch noch ein bisschen länger gemacht. Deswegen kam auch gestern das Video nicht, das wollte ich noch einmal kurz angemerkt haben. Aber sonst, nun ja, ich weiß nicht, ob ich morgen noch ein Video machen kann. Ich bin heute wahrscheinlich bis spät auf den Japan-Tag. Aber jetzt geht's erstmal um Xing Shao, Seeschal von Demacia. Immer wenn Jarvan der Dritte, der König von Demacia, eine Ansprache vom glänzenden Marmorbalkon auf dem königlichen Palast hält, steht Xing Shao neben ihm. Als persönlicher Diener der Lichtschild-Dynastie wird er auch als Sandschal von Demacia bezeichnet. Seine rätselhafte, ruhige Wachsamkeit führt in einer Reihe von Vermutungen über sein geheimes Leben und seine Herkunft. Sei es als Doppelagent von Zaun, der sich am Esstisch andient, oder als in Schuld stehende Runenmagier, der in Ausgaben von Feste Höhe Demacias signiert. Xing Shao gibt keinerlei Hinweise preis, die die Neugier der Massen befriedigen können. Und das mit gutem Grund. Vor der Bildung der Liga der Legenden war Noxus bekannt für ein Spektakel namens der Zerfleischer. Es war ein Gladiatorwettbewerb mit einer grausamen Regel. Jedes Mal, wenn ein Kämpfer einen Kampf gewann, erhöhte sich die Anzahl der Gegner, in der Regel Kriegsgefangene, gegen die er im nächsten Kampf gleichzeitig kämpfen musste. Dies bedeutete in der Regel den Tod eines jeden Wettkämpfers, aber dafür mit einem unvergleichlichen Ruhm. Xing Shao, damals bekannt als Visero, wurde für einen Kampf gegen 300 Soldaten vorgesehen. Fast sechsmal so viele wie der bisherige Rekord. Dies war offensichtlich als sein letzter Kampf geplant. Jarvan der Zweite, der von diesen geplanten unvergleichlichen Meisterleistungen gehört hat, infiltrierte die Arena, um eine Alternative anzubieten. Demacia dienen und jeden bestrafen, die ihn unausweichlich zum Tode verurteilt hatten, als Gegenleistung für seine Freiheit. Xing Shao erstaunte, dass der König für ihn sein eigenes Leben riskierte, willigte ein. Im Schutze eines vereinbarten Angriffs von Demacia auf Noxus befreite Jarvan Xing Shao und seine 300 vorgesehenen Gegner. Auf ihren Rückzug fing Xing Shao einen vergifteten Pfeil ab, der für Jarvan bestimmt war. Diese loyale Tat eines Mannes, der sich keine gehorsam anderen gegenüber geschworen hatte, brachte ihm einen Platz an der Seite des Königs bis zu dessen Tod ein. Nun, da er seinen Sohn Jarvan den Dritten diente, tritt Xing Shao in einen neuen Ring, um für das Land zu kämpfen, das ihn aufgenommen hatte, und um das Vermächtnis jenes Mannes zu ehren, der sein Leben einen Sinn gegeben hat. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergisst es nicht zu bewerten. Schreibt mir bitte in die Kommentare, welchen Champion und seine Geschichte ihr nächste Woche hören wollt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns ja auf dem Japan-Tag. Und bis dann. Bye.